Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Ich konnte euch das Galaxy S20 von Samsung damals schon beim Launch in Hamburg vorstellen. Jetzt habe ich das Gerät seit über 3 Wochen in der Nutzung und wie es mir gefällt, was es dazu zu erzählen gibt, das seht ihr in diesem Video. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Das S20 ist neben dem S20 Plus und dem S20 Ultra, wie es 2020 eben neu heißt, die neueste Generation der S-Reihe von Samsung. Also die Speerspitze der Samsung-Smartphones, ein bisschen unter der Note-Serie und somit auch der direkte Vergleich zum iPhone 11. Aber das Gerät hier kostet nochmal satte 100 Euro mehr als das iPhone 11. Und ob es das wert ist und ob ich es empfehlen kann, das schauen wir uns jetzt an. Das S20 kommt wie schon einige andere Geräte von Samsung davor in der neuen Designsprache daher. Das finde ich ein bisschen schwierig, denn sowohl das A71, A51 als auch das S10 Plus und auch das Note 10 Plus sind beide sehr, sehr nah an der Designsprache und das macht es nicht so wirklich alleinstehend. Ich habe das Gerät in dem Cosmic Grey, was mir sehr, sehr gut gefällt. Genauso gut gefällt mir auch das Display, denn egal was ihr macht, stellt ihr es auf 120 Hz, es macht einfach Spaß. 120 Hz kenne ich persönlich vom iPad Pro schon etwas länger, aber das jetzt hier täglich auf dem Handy in der Hand zu halten, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es ist dann zwar nur 1080p, aber das hat mich im Alltag nicht wirklich gestört und den Vorteil, dass ihr sämtliche Animationen so ultra flüssig habt, macht es mir auf jeden Fall leichter, da die schlechtere Qualität einzustellen. Alles, was ihr macht, ist ultra flüssig, so wie man das früher nur von OnePlus beispielsweise kannte und es macht extrem viel Spaß. Auch so ist das Display sehr, sehr hell und schön groß. Es gefällt mir sehr gut, ist dabei handlich in der Hand, da es ja nicht zu breit ist vom Gefühl her und es hat mir wirklich gut gefallen. Weil die Geräte immer teurer werden und viele von euch eine Hülle nutzen, ist dieses Video hier gesponsert von Spigen. Ihr kennt es aus dem Galaxy Fold Video und jetzt eben auch hier für die neue Galaxy S20 Serie. Dabei habt ihr wie gewohnt alle Hüllen von dem Hersteller, zum Beispiel hier die Tough Armor, die mir sehr, sehr gut gefällt mit diesem coolen Stand und eben dem robusten Design. Wem das zu viel ist, der kann die neue Liquid Air nehmen, die mir sehr, sehr gut in der Hand gefallen hat oder dann auch Liquid Crystal oder eben auch Ultra Hybrid, wenn ihr die schöne Rückseite des S20 sehen wollt. Im Übrigen, das Ultra Hybrid gefällt mir von den Hüllen am besten. Es gibt aber auch das neue Neo Flex, das ist eine neue Folie, die eben auch den Ultrasonic Fingerabdrucksensor unterstützt und an die Hüllen angepasst ist. Außerdem gibt es weiterhin alle Zubehörsachen von Spigen, die man kennt, wie sämtliche Wireless Charger, die sehr, sehr schnell laden, denn zwischen 10 und 15 Watt könnt ihr hier euer Handy vollpowern, was dann deutlich schneller ist. Außerdem hat mir sehr, sehr gut die Steady Boost Fast Auto Variante gefallen, wo ihr dann sämtliche Funktionen als Autohalterung habt. Im Alltag stach dann für mich das S20 durch das 120 Hz Display in Kombination mit OLED und diesem riesigen Display besonders heraus. Es hat einfach Spaß gemacht, das zu nutzen und egal, ob ihr dann auf Twitter da umhergescrollt habt oder Spiele oder ähnliches gespielt habt, es läuft alles flüssig und super smooth. Auch wenn smooth da eher der Werbeslogan von anderen Firmen ist, macht das Samsung hier auf jeden Fall. Die Schwarzwerte sind perfekt und auch die Helligkeit ist bei direkter Sonneneinstrahlung, auch wenn das aktuell ja eher selten der Fall ist, sehr, sehr gelungen und hat mir wirklich Spaß gemacht. Was es aber nicht hat, was andere Handys haben, ist dieser Eye-Catcher-Effekt. Denn in meinen Augen gab es schon deutlich bessere Geräte von Samsung, die mehr ins Auge gestochen sind. Das hier ist einfach ein weiteres Samsung-Gerät. Wie gesagt, die Rückseite, die jetzt neu und schlicht gehalten ist, hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein guter Unterschied zu den anderen Handyherstellern. Und ich habe noch nie so eine kleine Lodge gesehen. Also dieses Display-Loch für die Frontkamera ist super minimalistisch gelungen. Und was mir persönlich extrem gut gefällt, ist, dass die Edge jetzt extrem klein geworden ist. Ich war nie großer Fan davon, dass man einfach diese Curves an der Seite hat und das jetzt endlich hier bei einem Samsung-Handy zu sehen, die das ja eigentlich mal eingeführt haben, das hat mir gut gefallen. Die Lodge ist so klein, dass die Statusbar oben eine ganz normale Größe haben kann. Das haben wir bei anderen Herstellern schon deutlich schlimmer gesehen, wenn wir da zum Beispiel das Motorola One Vision mit ins Kalkül ziehen und das hat dann echt im Alltag gefallen. Egal, ob ihr Musik hört oder Videos anschaut, die Multimedia-Wiedergabe ist dabei echt super, denn die Lautsprecher wissen zu überzeugen. In dem Moment habt ihr sogar Dual-Speaker, das gab es ja bei manchen Herstellern jetzt dann doch nicht mehr und der ist wirklich gut. Er ist meiner Meinung nach nicht auf dem Niveau von dem iPhone 11 und dabei hilft auch nicht, wenn ihr dann das Dolby Atmos mit einschaltet,
Denn das schafft Samsung irgendwie nicht so gut, den Ton in die Mitte vom Bild zu projizieren. Das hat mir damals beim iPhone 11 bzw. 11 Pro extrem gefallen, dass die das künstlich schaffen, dass einfach der Ton gefühlt aus der Displaymitte kommt. Schafft Samsung hier nicht. Dafür macht es aber natürlich Spaß, nicht so eine große Einschneidung dank fehlender Notch zu haben. Was zu dem Handy natürlich dazugehört und was auch beim S20 herausragend ist, ist die Kamera. Und obwohl ihr hier keinen 108-Megapixel-Sensor habt, weiß diese trotzdem zu überzeugen. Und meiner Meinung nach ist die 108-Megapixel-Kamera eh eine Spielerei, sodass ihr hier als Normalverbraucher auf jeden Fall auch auf eure Kosten kommen werdet. Ja, wir müssen auch darauf eingehen, dass der Dreifach-Zoom nur optisch ist und ihr nicht die Vorzüge habt von einem wirklichen Dreifach-Zoom. Dafür habt ihr aber die Vorteile, dass ihr zum Beispiel bei einem 30-fach-Zoom oben so einen kleinen Viewfinder habt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, damals schon bei der Vorstellung. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch die mal hier oben. Da habe ich mir auch das Z Flip unter anderem angeschaut. Aber einfach zu wissen, wo ihr gerade im Bild umherzoomt und nicht wirrlos irgendwo in der Gegend rumzusuchen, das hat mir echt gut gefallen. Gerade das P30 Pro und P30 von Huawei, die ja auch 30 bzw. 50-fachen Zoom hatten, haben so eine Funktion nicht und das dann hier zu sehen, ist wirklich cool. Was zu überzeugen war, sind auf jeden Fall die Bilder, denn wenn wir uns mal die Ultraweitwinkel und die Weitwinkel anschauen, dann haben wir hier keine Unterschiede mehr, beziehungsweise fast keine. Ja, hier ist auch das iPhone meiner Meinung nach nochmal besser, das heißt der Weißabgleich ist einfach bei den Apple-Produkten deutlich besser, aber gerade der 30-fach-Zoom ist dann trotzdem nochmal sinnvoller als zum Beispiel der 100-fache, wenn man das in den Vergleichsvideos gesehen hat. Ja, man sieht leichte Unterschiede zwischen Weitwinkel und Ultraweitwinkel, aber im Allgemeinen macht es wirklich Spaß. Man kann gut reinzoomen und wenn wir hier jetzt dieses Lindschild, keine Werbung an der Stelle, einmal heranzoomen, dann ist es wirklich beeindruckend. Denn selbst bei 20-fachen Zoom seht ihr das noch sehr, sehr gut. Und wenn ihr auf 30-fachen geht und das dann nochmal in Relation setzt mit dem normalen Weitwinkelbild, was wir davor hatten, dann ist es schon beachtlich. Auch HDR funktioniert sehr, sehr gut bei dem Ultraweitwinkel und auch im Nachtmodus könnt ihr zwischen den verschiedenen Brennweiten wählen. Der Nachtmodus ist sehr gut und da an der Stelle auch deutlich besser als der vom iPhone. Und hier noch ein kleines Selfie. Was einige von euch immer interessiert und was ich hier echt beachtlich fand, ist die Selfie-Kamera, denn die ist sowohl im Video als auch im Fotomodus extrem beeindruckend. Seht ihr hinten den Himmel, der ist beim iPhone, wenn ich es mit dem iPhone 11 aufnehme, einfach komplett weiß und ihr habt hier einen riesen Dynamikumfang, seht alles hier klar, egal ob hier schattiger Bereich ist oder eben dann auch hier hinten der helle Bereich, finde ich sehr, sehr gut und wollte ich unbedingt hier im Video mit gesagt haben. Auch der normale Videomodus weiß wirklich zu überzeugen, sowohl der Autofokus als auch die Bildstabilisierung hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was man hierbei natürlich betrachten muss, ist, dass dieses Video hier jetzt beispielsweise in 4K nativ aufgenommen ist. Das heißt, ich habe hier nichts nachbearbeitet und das sieht dann wirklich gut aus. Anders ist es an der Stelle leider, wenn wir jetzt auf 8K umschalten, denn dort hat mich der Autofokus nicht wirklich überzeugt und ich sehe die Funktion in dem Gerät eher als Gimmick, als dass es dann wirklich eine nutzvolle Funktion ist. Das S20 hat mir im Alltag sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, gibt es Kritik, dass auf der Rückseite die Kamera gerne ein alleinstehendes Merkmal haben könnte. Es hat natürlich wieder die Wasserfestigkeit, das sind wir mittlerweile bei allen Geräten gewohnt. Wenn es da ein Flaggschiff gibt, OnePlus, dann hätte man das wirklich nicht mehr verdient, das so zu nennen. Mir gefällt auch die Symmetrie an der Unterseite, das gab es bei manchen Geräten leider in der Vergangenheit nicht mehr. Und das sind so kleine Details, die wirklich zu überzeugen wissen. An sich ist das Gerät auch sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Allerdings gefällt mir die Rückseite nicht so gut, denn ich finde zum Beispiel ein iPhone 11 Pro, was durch das Matte einfach hochwertiger ist, fühlt sich besser an und deswegen hatte ich es dann doch meistens mit Hülle. Das Galaxy S20 ist in meinen Augen ein Top-Gerät. Samsung hat viel hiermit richtig gemacht, zuletzt auch, dass sie eben die Edges kleiner gemacht haben. Was sie nicht richtig gemacht haben, ist meiner Meinung nach den Sprung zu schaffen, vom S10 jetzt aufs S20 abzugraden. Es gibt wenig Gründe, warum man sich das hier kaufen sollte, wenn man das Vorjahresgerät in den Händen hält. Standalone ist es aber ein sehr, sehr interessantes Gerät und wird 2020 auf jeden Fall seinesgleichen suchen müssen, denn sowohl das 120-Hertz-Display, was dann auch endlich mal über den Tag reicht, als auch eine vernünftige Kamera, wissen hier wirklich zu überzeugen. Ich finde den Preis allerdings zu hoch, wenn man bedenkt, dass es letztes Jahr noch das S10e gab, was ja deutlich günstiger eingestiegen ist und wo Samsung einfach so ein Einstiegsgerät geboten hat. Allerdings gab es ja letztes Jahr dann auch noch das S10 Lite und diese ganze Drumherum-Serie von wegen A und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, Samsung hat immer ein relativ großes
Produktportfolio und deswegen erlauben sie sich hier einfach dieses Gerät sehr, sehr teuer zu machen. Sehr, sehr teuer ist auch das S20 Ultra, das geht ja bis zu 1600 Euro hoch. Wenn ihr dazu was sehen wollt, schreibt mal in die Kommentare, vielleicht mache ich dazu auch mal noch ein Video. Das war es jetzt aber zum S20. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck davon bekommen. Wenn das so ist, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr das für ein sinnvolles Upgrade nutzt. Was habt ihr aktuell eigentlich für ein Gerät und wie oft gradet ihr ab? Denn hier sieht man mal wieder, dass Sprünge ja nicht wirklich immer Sinn machen. Das war's mit diesem Video. Danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ciao.